Nach einem verdienten Tag der Ruhe ist der Giro in Italien angekommen. Wir sind jetzt auf Sizilien, aber vorgestern bei Etappe Nummer 3, da waren wir noch in Ungarn und es gab einen wunderschönen Sprint Royal mit dem Sieger Mark Cavendish. Der Manxman gewinnt seine 16. Giro-Etappe insgesamt. Mathieu van der Poel verteidigt die Führung in der Gesamtwertung. Er startet also heute auf Etappe Nummer 4 in rosa. Und auch der Berg hier sieht fast rosa aus. Es ist ein Vulkan, es ist der Ätna, maximal 3.357 Meter hoch. Ganz so weit nach oben geht es heute allerdings nicht auf dieser 4. Etappe des 105. Giro d'Italia. Das Ziel befindet sich auf 1.892 Metern Höhe und die Etappe hat eine Länge von 172 Kilometer. Über Paterna und Biancavilla, da gibt es auch noch zwei Sprintwertungen, geht es also hinauf auf den Ätna. Die letzten knapp 30 Kilometer sind dann wirklich ansteigend. Hier sieht man auch nochmal das Höhenprofil. Oben am Ätna gibt es natürlich eine Bergwertung und diese letzte Steigung hier, die ist wirklich ekelhaft und lang, maximal 14% steil. Im Schnitt haben wir hier rund 6%, die Rennfahrer bewältigen müssen. 173 Mann waren dann heute noch am Start, aber das sollten dann weniger werden, denn wir sehen hier den Mann mit der 36, der Superman Miguel Angel Lopez für das Team Astana. Er hatte heute Probleme, musste dann zurückfallen und gab den Giro auf. Wir wünschen ihm mal gute Besserung bei seinen Problemen, die er hier ja augenscheinlich hat. Das Rennen war dann heute vom Start weg heiß umkämpft. Alle wollten natürlich in die Spitzengruppe des Tages, so auch Mathieu van der Poel und Biniam Girmay. Das Tempo dementsprechend hoch in der ersten Rennstunde und irgendwann nach rund 20 Kilometern stand dann eine 12-köpfige Spitzengruppe, in die auch er hier hinein wollte. Lilian Calmejean für das Team AG Dusser Citroën. Er sollte es dann noch schaffen nach einigem Fluchen. Und vorne auch noch mit dabei unter anderem Rein Taramé, Mauri van Zevenand und ein gewisser Lennart Kemner. Das Feld ließ diese Gruppe erst einmal gewähren. Maximal rund 10 Minuten an Vorsprung gab es da. Und wir sahen gerade schon Jascha Süderlin und das Team Bahrain Victorious in der Nachführarbeit. Aber auch die Jungs vom Team Ineos zeigten sich dann an der Spitze. Und nun wurde der Vorsprung wieder kleiner. In der Spitze wurde attackiert, der Mann mit der 27, Stefano Oldani, ein Italiener, er kommt aus Mailand, setzte sich an die Spitze, holte sich dann auch die Sprintwertungen und sein Teamkollege, der Mann in Rosa, Mathieu van der Poel, der ließ sich nun zurückfallen. Er ließ es also heute ruhig angehen, wollte seine Führung nicht verteidigen, es war ihm eine Nummer zu hoch. Am Ende kommt er dann mit knapp 23 Minuten Rückstand ins Ziel. Die Spitzengruppe hatte sich indes weiter verkleinert. Ganz vorne war immer noch Oldani und nun fuhr Juan Pedro Lopez, der Mann für das Team Trek Segafredo, hier im Bild mit der 204. Allen anderen auf und davon, fährt auch an Oldani vorbei. Und es kam jetzt also richtig Bewegung da vorne in die Spitzengruppe rein. Wir sind auch schon im Anstieg, also jetzt musste man zeigen, was man noch im Tank hatte. Das Feld rund 5 Minuten zurück und nun hatte das Team Ineos Grenadier die Nachführarbeit übernommen. Man wollte also gucken, wie weit man da nochmal nach vorne kommt. Ja, und Tom Dumoulin hier im Bild. Der einstige Giro-Sieger, er ist zurück bei den Grand Tours. Er fiel nun aus dem Feld zurück, aber dafür gab es vorne eine weitere Attacke, nämlich die von Lennart Kemner, dem 25-jährigen Deutschen für das Team Bora Hansgrohe. Der machte sich auf den Weg nach ganz vorne und im Feld, da fallen natürlich immer mehr Fahrer zurück und so auch der Hai von Messina. Es ist ein Sizilianer, es ist Vincenzo Nibali. Das hat er sich heute vielleicht auch etwas anders vorgestellt. Jetzt aber zurück an die Spitze, noch 2,7 Kilometer zu fahren. Lopez ist immer noch vorne und Lennart Kemner, der kann jetzt aufschließen. Wir sehen ja auch diese Fahne, also richtig starker Seitenwind. Die beiden unterhalten sich hier kurz. Da würde man also gerne wissen, was sie sich da gesagt haben. Vielleicht haben sie sich darüber unterhalten, wie es in der Gesamtwertung aussieht. Die beiden kommen auf jeden Fall in Richtung Ziel. Lopez fliegt hier fast noch auf die Nase, hat sich kurz verbremst. Ja, und Lennart Kemner, der nimmt das Ding dann von vorne, greift den Unterlenker, guckt sich nochmal um und weiß es, ich hab's geschafft. Lennart Kemner gewinnt die 4. Etappe des Giro d'Italia. Lopez haut auf den Lenker, aber das können wir schon sagen, der kriegt da trotzdem das rosa Trikot. Also deutscher Etappensieg auf der 4. Etappe. Wir sagen herzlichen Glückwunsch an das Team Bora Hansgrohe. Knapp 2,5 Minuten dahinter kommt dann die erste größere Gruppe mit den Favoriten ins Ziel. Carapaz gewinnt hier noch vor Bardet diesen Sprint. Das waren hier rund 17 Mann in dieser Gruppe. Aber jetzt nochmal zum Mann des Tages. Lennart Kemner, 25 Jahre jung, für das Team Bora Hansgrohe, gewinnt seine nächste Grand Tour Etappe. Einmal war er ja schon bei der Tour de France erfolgreich. Es ist sein 6. Sieg als Profi und wir sagen herzlichen Glückwunsch, Lenny. Aber auch dem Team Trek Segafredo darf man natürlich gratulieren. Juan Pedro Lopez, 24 Jahre jung, er kommt aus Spanien, hat noch keinen Profisieg in der Tasche. Er wird gleich das rosa Trikot übernehmen. Wir gucken aber nochmal auf die Tageswertung. Kemner vor Lopez und Taramé und unten dann Carapaz, Bardet, Bilbao und Almeida, die besten der Favoriten. Hier ist er also, der neue Träger des rosa Trikots, ein weiterer Lopez, den wir auf der Rechnung haben müssen. Einer ist ja heute ausgeschieden, er steht jetzt ganz vorne in der Gesamtwertung. 39 Sekunden hat er Vorsprung auf Lennart Kemner.
Taramé dann mit 58 Sekunden und Yates mit 1,42 ist dann schon der Beste der ganz großen Favoriten und seine Verfolger sind alle nicht allzu weit weg. Das spielt sich dann alles noch innerhalb von 30 Sekunden ab. Tja, Lennart Kemner, er hat es schon angedeutet, auf der ersten Etappe mit einer starken Attacke in Richtung Tagesziel dann aber nochmal eingeholt. Ein gutes Zeitfahren gefahren und jetzt holt er sich hier diesen wohlverdienten Etappensieg. Also das Team Bora-Hansgrohe hat hier ganz vieles richtig gut gemacht. Und wir gucken jetzt nochmal auf die morgige, auf die fünfte Etappe. Da geht es dann in Richtung Messina über 174 Kilometer, den Heimatort von Vincenzo Nibali. Mal gucken, ob der Hai von Messina da morgen zurückschlagen kann. Hier nochmal ein paar schöne Schneebilder vom Ätna. Das war eine tolle Etappe, vor allem natürlich aus deutscher Sicht. Wir freuen uns schon, wie es weitergeht. Und vielleicht kann ja Lennart Kemner auch nochmal nach Rosa greifen. Wir werden es sehen, wenn wir dabei bleiben. Wir tun es, ihr hoffentlich auch. Also Freunde, bis morgen. Ciao und grazie.